Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de. Heute versorge ich euch mit exklusiven Informationen zum KF-41 Lynx von Rheinmetall, die bisher so noch nicht bekannt waren. Der KF-41 Lynx zählt aktuell zu den besten Schützenpanzern der Welt und wird in Zukunft das Rückgrat einiger gepanzerter Verbände in diversen Ländern bilden und muss sich dann auf dem Schlachtfeld behaupten. Ich zeige euch allgemeine Informationen des KF-41 Lynx, auf einzelne Varianten gehen wir in zukünftigen Videos ein, da die Ausstattungsmöglichkeiten so mannigfaltig sind, dass dieses Video nicht enden würde. Ein großer Dank geht hierbei an die Firma Rheinmetall für das Nutzen ihres Bildmaterials und Informationen. Der KF-41 Lynx wurde erstmalig auf der Eurosatory 2018 der Öffentlichkeit präsentiert. Erstmalig sollte Rheinmetall einen eigenen Panzer konstruieren, bauen und auch verkaufen. Eine gewaltige Aufgabe, da bereits Hersteller wie KMW, BAE Systems, Hanwha Defense qualitativ hochwertige Fahrzeuge anbieten, ein Punkt, auf den ich später nochmal zurückkomme. Somit war klar, dass die Ingenieure von Rheinmetall ein Fahrzeug entwerfen mussten, das in den Punkten Antrieb, Schutz, Bewaffnung, Preis und Kosten, Variabilität, Vetronik, Transportierbarkeit, Gewicht mit anderen Produkten mithalten und auch überlegen sein sollte. Für dieses Vorhaben hat Rheinmetall nicht nur sein gesamtes Firmen-Know-how samt Tochterfirmen eingesetzt, sondern auch von namenhaften Firmen wie Autoflug, Liebherr, Renk, Supershock, Saucy Defense, ThyssenKrupp sowie weiteren Zulieferern. Der KF-41 Lynx lässt sich aktuell in 10 verschiedenen Grundvarianten bestellen, die wiederum nach den Bedürfnissen des Kunden zusammengestellt werden. Die Varianten sind primär Schützenpanzer, Feuerunterstützung, Befehlsfahrzeug, Mannschaftstransporter, Ambulanz, Mörser, Bergung, Instandsetzung, Manöverunterstützungsfahrzeug und leichter Kampfpanzer, wobei die letzte Variante hier nicht auf dem Bild abgebildet ist. Viele von euch werden sich jetzt natürlich fragen, was ist mit dem KF-41 Lynx 120mm? Nun, zu diesem Fahrzeug kann ich euch leider recht wenig zeigen, da Rheinmetall sämtliche Aufnahmen zu diesem Fahrzeug aus den Medien genommen hat. Lediglich dieses Bild kann man noch im Internet finden. Darüber hinaus lässt sich ähnlich wie bei dem GTK Boxer die einzelnen Module innerhalb von 4 bis 6 Stunden wechseln, um das Fahrzeug auf einzelne Aufgaben umzurüsten. Der KF-41 Lynx ist bis zu 8,65 Meter lang, 3,75 Meter breit und 3,71 Meter hoch. Die Maße sind jedoch ausstattungsabhängig. Das Gewicht des Layouts kann zwischen 30 und 50 Tonnen schwanken. 3 Soldaten bilden die Besatzung: Fahrer, Richtschütze und Kommandant. 9 weitere Infanteristen können im hinteren Teil Platz finden und über eine Rampe am Heck zu- und aussteigen. Die Besatzungsmitglieder finden Platz auf einem Sitz der Firma Autoflug vom Typ TOS, während die mitgeführten Infanteristen auf einem LFS-Sitz Platz nehmen können. Die Sitze sind jeweils über 4 Punkte am Fahrzeug montiert. Der Fahrerplatz befindet sich in der Front neben dem Antrieb auf der linken Seite. Richtschütze und Kommandant befindet sich im Turmkorb des Lance 2.0 Turm. Bei der Gestaltung der Elektronik und Software im Turm wurde auf eine einfache Bedienung durch die Besatzungsmitglieder geachtet. Richtschütze wie auch Kommandant können die Monitore frei konfigurieren und so Informationen schnell und verlässlich miteinander teilen. Der Turm oder die Wanne ist unter anderem mit dem SAS, Situational Awareness System, situationsbewusstes System, ausgestattet. Hierbei sind 6 Kameras an dem Fahrzeug angebracht, die jeweils 60 Grad abbilden. Somit ist eine 360 Grad Panoramaüberwachung im Nahbereich gewährleistet. Durch die automatische Zielverfolgung, kurz ATT, kann das SAS ausgewählte Ziele nach ihrer ersten Entdeckung weiterverfolgen, um die Überwachung potenzieller Ziele vor einer Aktion zu verbessern. Sollte das System einmal ausfallen, kann die Besatzung noch auf ein Periskop zurückgreifen. Dazu gesellt sich ein Laserwarnsystem, das einen 360-Grad-Bereich abdeckt. Dieser kann Wellenlängen von 800 bis 1700 Nanometern mit einer Stärke von weniger als 3 Watt pro Quadratmeter erfassen. Mehr noch, der Laserwarner übermittelt zudem die Richtung des eintreffenden Laserstrahls und übermittelt dies dem BMS in Echtzeit. Der KF-41 ist auch mit einem akustischen Schützenlokalisierungssystem bestückt, mit dem sich durch die Akustik eines Schusses die Position des Schützen bzw. Fahrzeuges ermittelt werden kann. Dies funktioniert bis zu einem Kaliber von 40 mm. All diese Informationen werden dann grafisch aufgearbeitet und auf den Monitoren angezeigt, wobei hier verschiedene Modis ausgewählt werden können, welche Informationen angezeigt werden sollen. Um die Elektronik auch während einer stillen Wache am Laufen zu halten, ist der KF-41 mit Hochleistungsbatterien der Firma Brentronic ausgestattet, die jeweils eine Speicherkapazität von 2,7 kW pro Stunde mit einer Stromspannung von 24 Volt aufweisen. Eine Batterie wiegt rund 19 Kilogramm.
Der Antrieb ist im Frontbereich der Wanne platziert, zum einen für eine perfekte Mobilität und zum anderen als Schutz der Besatzung bei Beschuss, da der Antrieb als Opfermasse dient. Opfermasse wird nicht wirklich als Panzerung gesehen, sondern dient dazu, bei einer Penetration der eigentlichen Panzerung dem durchschlagenden Projektil weitere Hindernisse zu bieten. Auch wenn ein Motor oder Getriebe nicht die Schutzwirkung von Panzerstahl hat, ist eine Stoppwirkung damit zu realisieren. Der Antrieb besteht dabei aus dem Liebherr D976 18 Liter 6 Zylinder Dieselmotor, der zwischen 800 und 1140 PS sowie satten 4300 Newtonmetern erzeugt, dem Drehzahlbereich von 1200 bis 1900 Umdrehungen pro Minute anliegen. Die genaue Konfiguration des Motors lässt sich an der Stelle nur erahnen, da Liebherr ein breites Spektrum an individuellen Lösungen anbietet, die auch hier zu sehen sind. Denn eigentlich wird dieser Motor primär in der Landwirtschaft, im Bergbau oder Bauwesen verwendet. Der D976 Dieselmotor ist in der Lage, verschiedene Treibstoffarten zu verwenden, auch HVO. HVO ist hydriertes Pflanzenöl, was unter anderem aus altem Speiseöl und Fetten gewonnen wird. Das Trockengewicht des Motors beträgt 1,85 Tonnen. Um die Kraft des Liebherr-Motors auf den Boden zu bekommen, übernimmt das ein Renk HSBL 256 Automatikgetriebe. Alternativ kann auch ein Getriebe von Allison diese Aufgabe übernehmen. Dazu aber mehr in einem zweiten Video über das amerikanische KF41 OMFV-Programm. Das Getriebe von Renk verfügt über 6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge. Eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km pro Stunde ist damit realisierbar. Rückwärts sind es 30 km pro Stunde. Um den Panzer wieder abzubremsen, kommt ein starker, verschleißfreier Bremsverzögerer im Getriebe sowie 2 Scheibenbremsen, die jeweils an beiden Seiten des Getriebes montiert sind, zum Einsatz. Das Getriebe ermöglicht es, mit offenen oder gesperrten Differential den Panzer einfach zu wenden, auch auf der Hochachse. Die ebenfalls von Renk gelieferten Seitenvorgelege aus der SPS-Serie, die auf beiden Seiten montiert sind, bringen die Kraft vom Getriebe auf das Antriebsrad. Durch dieses Konzept lässt sich ein Antrieb realisieren, der im Verhältnis recht leicht ist, zusätzlichen Schutz der Besatzung liefert und eine optimale Kraftübertragung bietet. Im Sinne der Wartungsfreundlichkeit lässt sich die gesamte Powerpack-Einheit sehr einfach vom restlichen Panzer trennen und austauschen. Die Primärbewaffnung des KF41 Lynx mit dem Lance 2.0 Turm ist die 30mm MK30-2 ABM mit einer Feuerreichweite von rund 3000 Metern gegen Boden wie auch Luftziele. Verschossen werden Geschosse im Kaliber 30x173mm. Die Feuerrate liegt bei 600 Schuss pro Minute, wobei die optimale Feuerrate bei 200 Schuss pro Minute liegt, um die optimale Treffergenauigkeit zu erreichen. Das Geschütz kann durch 2 separate Riemen mit Munition versorgt werden, wodurch es möglich ist, 2 unterschiedliche Munitionstypen zeitnah einsetzen zu können. Die Bereitschaftsmunition beträgt 252 Geschosse. Die MK30-2 wiegt rund 200 Kilogramm. Eine Reihe von Geschosstypen können verwendet werden. So kann zum Beispiel die PMC 359 APFSDST panzerbrechende, flossenstabilisierte Wuchtgeschosse mit Leuchtspur gegen gepanzerte Ziele eingesetzt werden und die programmierbare PMC 308 KETF kinetischer Energiezeitzünder gegen Weichziele. Die Programmierung der Geschosse erfolgt beim Austritt aus dem Lauf innerhalb der Mündungsbremse. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Geschützen im selben Kaliber. Alternativ kann auch die größere 35mm MK35F oder auch als Wotan 35 bekannte Maschinenkanone installiert werden. Neben größerer 35x228mm Munition und mehr Durchschlagskraft unterscheidet sich das Geschütz vor allem durch eine elektrische Rückführung statt der üblichen Gasrückführung. Auch hier ist die Airburst-Munition verfügbar. Das Gewicht dieser Waffe liegt bei rund 400 Kilogramm. Das Höhenrichtfeld der Hauptwaffenanlage liegt bei minus 10 bis plus 45 Grad. Koaxial kann ein Maschinengewehr im Kaliber 7,62 mm auf beiden Seiten installiert werden, mit einer Magazingröße von rund 750 Schuss. Um auch gepanzerte oder weit entfernte Ziele bekämpfen zu können, ist der KF41 mit dem mehrrollenfähigen, leichten Lenkflugkörpersystem kurz MELS ausgestattet. Das MELS kann intern wie auch extern am Turm installiert werden. Das MELS ist mit 2 Panzerabwehrraketen vom Typ Spike LR2 von Rafael Advanced Defense System bestückt, die unter Lizenz von der Eurospike GmbH in Deutschland produziert werden. Die Feuerreichweite liegt bei 5500 Metern. Die Rakete kann mit verschiedenen Sprengköpfen bestückt werden, wie Tandem Heat oder Multirolle. Dadurch kann die Spike LR2 gegen nahezu jedes Ziel eingesetzt werden. Dazu kommt eine große Auswahl an Wirkungsmodis, die es dem Nutzern erlauben, die Rakete in jeder Situation einsetzen zu können. Die Modis sind Fire and Forget, Fire to Target Coordinated Beyond the Line of Sight, Fire and Observe, manuelle Steuerung. Dazu lässt sich noch die Art der Wirkung bestimmen, wie Aufschlag, Luftsprengpunkt oder Verzögerung. Die Munition für die Primärwaffe als auch den MELS befinden sich in abgetrennten Shots im Turm, um so die Sicherheit der Besatzung zu erhöhen. Darüber hinaus lässt sich der Panzer auch mit einer Vorrichtung für Loitering-Drohnen ausstatten, ähnlich wie bei dem KF-51 Panther.
Generell war bei der Entwicklung darauf geachtet worden, den KF-41 mit einer hohen Konnektivität für Drohnen auszustatten. So lässt sich der Panzer mit allen Arten von unbemannten Land- und Luftfahrzeugen ausstatten bzw. auch verbinden. So ist eine Steuerung aus dem Inneren des Fahrzeuges für eine Aufklärung möglich. Gerade Fahrzeuge aus der Mission Master ST und XP-Serie könnten hierbei eine gute Ergänzung sein. Mehr Informationen zu diesen unbemannten Fahrzeugen in einer separaten Dokumentation hier auf dem Kanal. Der Panzer ist mit einer Reihe von elektronischen Helfern ausgestattet, um die Fähigkeiten im Kampf zu steigern. Das SEO SS2S und 2P sind zwei stabilisierte elektrooptische Sichtsysteme, wobei das 2P als Kommandantensichtsystem mit ballistischem Schutz genutzt wird. Es ist für Kanonen- oder raketengestützte Waffensysteme geeignet. Die Neigung ist von minus 13 bis plus 70 Grad einstellbar und das 2P ist für eine Rundumsicht 360 Grad rotierbar. Optional kann das SEO SS2P auch mit einer hauptsensorgestörten Bewaffnung versehen werden, sprich einer Waffenstation, kurz MSSA. Diese kann mit diversen Bewaffnungen bestückt werden, vom Maschinengewehr im Kaliber 7,62 mm bis zum 40 mm Granatenwerfer. Dies ist voll stabilisiert und kann Boden- wie auch Luftziele bekämpfen. Das SEO SS2 ist mit zwei hochauflösenden Taglichtkameras, einer Wärmebildkamera vom Typ Saphir, Foil-Leitrechner sowie einem Laser Rangefinder Wing Range ausgestattet. Der Laser Rangefinder kann Ziele bis zu einer Entfernung von 10 km mit einer Abweichung von weniger als 5 Metern bestimmen. Die Wärmebildkamera hat eine Auflösung von 1024x768 Pixeln und eine Sichtweite von bis zu 17 km. Alle Informationen werden über eine generische Fahrzeugarchitektur an das Gefechtsfeldmanagementsystem, kurz BMS, übermittelt. Die genaue Zusammensetzung der Panzerung ist mir an dieser Stelle nicht bekannt. Dies wird von den meisten Herstellern auch nicht bekannt gegeben, aus gutem Grund. Allerdings bietet Rheinmetall für den KF-41 Lynx verschiedene Rüstungskits, die für verschiedene Gefechtssituationen soliden Schutz bieten. Darunter das Mounted Combat Operations Kit, das Complex Urban Environment Kit sowie das High Technology Passive Armor Kit. Je nach Aufgabe des Panzers ändert sich das Schutzniveau und soll bis zu dem eines schweren Kampfpanzers reichen. Die Panzerung besteht primär aus Panzerstahl, Komposit oder Verbundpanzerung. Auch das Anbringen von Reaktivpanzerung ist möglich. Ein Minenschutz mit doppeltem Boden soll die Besatzung vor Panzerabwehrminen schützen. Um die Besatzung vor einzelnen Komponenten des KF-41 Lynx bei einem Treffer zu schützen, wurde bei der Konstruktion darauf geachtet, dass die Tanks, Hydraulik, Batterien, Antrieb und Leitungen in abgetrennten Bereichen untergebracht sind. Damit das Schutzkonzept abgerundet ist, bietet Rheinmetall die Integration einer abstandsaktiven Schutzmaßnahme, nachfolgend APS, an, einer Hardkill-Maßnahme. Zum einen das hauseigene Active Defense System ADS. Das ADS erhält durch die eben genannten Sensoren Informationen über ankommende Geschosse und setzt Gegenmaßnahmen frei, um das ankommende Geschoss abzuwehren. Rheinmetall bietet aber auch die Integration von anderen APS an, wie das Iron Fist von Elbit Systems oder das Trophy von Euro Trophy. Einige von euch werden sich jetzt natürlich fragen, was so ein KF-41 Lynx kostet. Dazu kann ich leider keine genauen Angaben machen, Rheinmetall wollte damit nicht so ganz rausrücken. Da sich der Panzer ähnlich wie bei einem Auto in unzähligen Varianten bestellen lässt, schwankt auch der Preis stark. Zudem wird oft nicht nur das Fahrzeug gekauft, sondern auch Trainings-, Logistik- und Instandhaltungspakete. Teils für mehrere Jahre, die in den Preis mit einfließen. Manche Fahrzeuge werden auch unter Lizenz produziert, so wie in Ungarn. Dies sind nur einige Faktoren, die den Preis bestimmen können. Damit kommen wir auch zum letzten Themenbereich des KF-41 Lynx, nämlich der potenziellen Abnehmer des Panzers. Während sich Ungarn 2020 für den Erwerb von 220 Fahrzeugen entschieden hat, sprachen sich die Slowakei und die Tschechische Republik gegen den Erwerb aus und entschieden sich für den CV90 von BAE Systems. Ein Rückschlag für Rheinmetall und den KF-41. Jedoch sind vier weitere Länder an dem KF-41 interessiert. Australien, Griechenland, Ukraine und die Vereinigten Staaten von Amerika. Vor allem der mögliche Ersatz des M2 und M3 Bradley könnte für Rheinmetall mit einem Großauftrag enden, der sich gewaschen hat. Rund 5000 Fahrzeuge sollen sich im Bestand der Vereinigten Staaten von Amerika befinden, die alle ersetzt werden müssen. In einem zweiten Video werde ich näher auf die in den USA in der Entwicklung befindlichen Variante des KF-41 OMFV eingehen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts zu verpassen, und schreibt eure Meinung in die Kommentare oder teilt dieses Video mit Freunden und Bekannten. Schaut auch bei CryptoKase.app vorbei, dem Sponsor des heutigen Videos. Bis zum nächsten Mal bei panzer-universum.de.